Bernhard, was ist vor 2 Jahren passiert? Von einem Tag auf den anderen warst du einfach, weg. Ohne Abschied, ohne eine Erklärung. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Meine jüngste Tochter hat einen Unfall. Darum musste ich so plötzlich weg. Ich habe versucht, dich anzurufen. 2-mal, 3-mal und dann habe ich gedacht, ich lasse es. Es ist besser so. Ja, für dich vielleicht. Und was mit mir war, das hat dich einfach nicht mehr interessiert, hm? Oh Mann. Warum hast du mir nichts von deiner Frau und deinen Kindern erzählt? Weil ich in dich verliebt war und ich wollte dich nicht gleich wieder verlieren. Ja? Und warum lässt du jetzt nicht einfach alles so, wie es war? Ich hatte dich fast vergessen. Bist du geschieden? Nein. Aber meine Frau ist an Bord. Und ausgerechnet mit ihr hast du dich angefreundet. Ich glaube, deine Frau ahnt etwas. Wie meinst du das? Ich weiß auch nicht. Sie schaut mich die ganze Zeit so komisch an. Am liebsten würde ich unter irgendeinem Vorwand zurück aufs Schiff fahren. Bernhard, ich halte das Theaterspiel einfach nicht aus. Meine Frau ist schwanger. Wir können ihr jetzt nicht die Wahrheit sagen. Und du willst morgen heiraten. Ich werde die Hochzeit wahrscheinlich absagen. Warum? Warum? Es tut mir so leid, Martin. Und ich kann auch verstehen, wie enttäuscht du bist. Aber deswegen können wir doch trotzdem Silvester zusammen feiern, oder? Warum, Pat? Warum hast du deine Meinung so plötzlich geändert? Erklär's mir. Das kann ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es dir erklären soll. Gib mir einfach noch ein paar Tage Zeit, bitte. Hast du nicht mal zu mir gesagt, nichts ist schlimmer als Ungewissheit? Guten Rutsch, Pat.